Willkommen zurück. Jetzt habe ich gerade mal eine günstige Gelegenheit. Draußen scheint die Sonne. Es ist zwar kalt, aber ich habe immerhin noch zwei Motorräder, an denen ich auch noch was machen muss. Und zwar ist das eine von meinen Umbauten. Da ist die vordere Pelle nicht mehr so wirklich gut und da habe ich schon neue bestellt. Und den will ich jetzt mal, die Gelegenheit will ich jetzt mal nutzen, um hier mal ein neues Vorderrad aufziehen zu lassen. Und damit fange ich jetzt an. Fängt natürlich damit an, indem ich es erstmal auspacke, denn die hat dieses Jahr noch gar nicht gelaufen. Die Batterie ist immer noch drin. Und eine Entladung ist natürlich nicht zu befürchten, wenigstens keine große bei dieser Batterie. Aber ich versuche jetzt mal einfach zu starten. Da ich diese Motorräder kenne, bin ich mir sicher, dass ich hier ein bisschen Brandbeschleuniger brauche, um das Ding ans Laufen zu kriegen. Und deswegen mit den offenen Tüten hier tut sie sich oft schwer, wenn es kalt ist. Aber ich will es mal probieren. So. Das hört sich nicht gut an. Aber auch gar keine Reaktion. Wundert mich jetzt ein bisschen, aber muss ich ja noch ein bisschen zulegen. Ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen um und dann fahre ich zum Reifenhändler. So, jetzt hat der zweite Motorrad auch neue Reifen vorne. Oder einen Reifen vorne. Ja, das sieht ja mal schon ganz anders aus. Da hat man auch ein bisschen mehr Vertrauen in so einen Reifen. Wird erst noch ein bisschen eingefahren und dann habe ich wieder für ein paar tausend Kilometer Ruhe. Der Reifen wurde erneuert an der anderen 57er auch, die ich da so habe. Die waren beide relativ spitz gefahren und deswegen hatte ich kein gutes Gefühl mehr beim Fahren und die kippelte immer so weg, hatte einen sehr schlechten Geradeauslauf. Aber das wird mit dem neuen Reifen sicherlich wieder gut sein. Damit bin ich jetzt auch schon eine ganze Weile gefahren. Ja, ich sag mal, 8.000 oder 10.000 Kilometer werden es sicherlich sein. Und ist auch wirklich ein schickes Motorrad. Ist eine alte Nighthawk, die Vorgängerin von der 750, die ich vor längerer Zeit schon mal umgebaut habe. Da gibt es auch einen Film dazu. Hier habe ich auch noch ein Projekt liegen, da habe ich einen Motor lackiert.
Aber dazu kommen wir später nochmal. Im Moment kommt viel aufeinander und deswegen kann ich nicht alles zur gleichen Zeit machen, denn auch der Tag hat für mich nur 24 Stunden. Ja, das kann man leider nicht sehen, das ist ein Meilentacho drauf. Aber so ungefähr 8.000 bis 10.000 Kilometer bin ich sicher damit schon gefahren. Und da habe ich auch bisher viel Spaß mit gehabt, keine Frage. Willkommen zurück bei der CB500. Ich habe jetzt ein Vorderrad mal eingebaut, Bremsen sind neu gemacht, Beläge neu. Und das habe ich alles in der Zeit so eben mal zwischendurch gemacht. Und ja, für einen richtigen Film hat es die letzten 2 Wochen nicht gereicht, aus verschiedenen Gründen. Ich habe einfach sehr viel zu tun, aber ich bin froh, dass ich das schon mal geschafft habe. Und ich denke, wenn es auch in kleinen Schritten geht, dann geht es in jedem Fall voran. Die Pelle ist ja neu hier. Ich hatte noch ein bisschen Probleme mit dem Tachoantrieb. Er ist aber jetzt weitestgehend verbaut und ich hoffe, dass es auch funktioniert. Habe ich noch nicht probiert. Darüber hinaus hatte ich Probleme mit dem Schalter hier. Und zwar ist eins von diesen Kabeln abgebrochen. Das musste ich neu anlöten. Da sind eine ziemliche Fummelei da drin. Und ich bin froh, dass ich das gestern noch irgendwie geschafft habe. Ist also schon schon Uhrmacher-like irgendwie. Denn das war mir für meine dicken Finger einfach ein bisschen zu klein. Vielleicht kann man das sehen. Oh, so ungefähr. Da musste diese kleine Kreuzschlitzschraube gedreht werden, gelöst werden. Und dann kommt dieses Teil los. Und eins von diesen Kabeln war halt eben aus der Lötstelle gebrochen. Das ist der Ein-Ausschalter, beziehungsweise in diesem Fall war es aber der Starterschalter. So, aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ich habe noch keine Batterie drin, aber ich habe die Funktion mal geprüft. Er schließt und es ist auch scheinbar dicht. Und dann passt das auch. Darüber hinaus habe ich die Gaszüge mal vorbereitet, beziehungsweise einen hatte ich schon eingebaut. Musste ich aber nochmal wieder rausmachen wegen dieses abgebrochenen Kabels. Ja, ansonsten sieht es schon ganz gut aus. Das nächste muss ich mich noch um die Batterie kümmern. Da habe ich ja immer noch die uralte drin, die da irgendwann mal eingebaut war. Die ist aber komplett gestorben. Und deswegen muss ich da erstmal noch eine neue besorgen. Hinterrad ist drin, haben wir ja schon drüber gesprochen, habe ich ja schon gezeigt. Und alles andere kommt dann sicherlich auch im Laufe der Zeit. Was mich also immer noch ein bisschen stört, das sind diese Beulen hier vorne im rechten Topf, der 500er hier. Und leider ist das natürlich einteilig, das Ding geht natürlich von vorne bis hinten, das stört mich einfach, das sieht wirklich nicht schön aus. Vielleicht hat jemand von euch noch ein Töpfchen da liegen oder kann mir dazu verhelfen. Ich weiß nicht, die sind natürlich in der Regel recht teuer und vielleicht kann mir jemand helfen, so ein Topf noch zu bekommen. Hier hintenrum ist er wirklich noch topfit. Und aufgrund dieser geschwungenen Form habe ich auch noch keinen weiteren von der 4-in-1-Anlage gesehen, den ich eventuell hätte anschweißen können hier unten. Ich habe das ja in einem meiner letzten Filme auch schon mal gemacht, dass ich also eine Anlage teilweise aus verschiedenen kaputten zusammengesetzt habe. Würde ich hier eventuell auch machen, aber ja, ist einfach zu schade. Der ist von vorne bis hinten topfit, ohne Rost, ohne alles. Aber er hat halt eben diese Beulen drin. Vielleicht kann mir jemand mal weiterhelfen, dass ich da was finde. Würde ich mich also wirklich riesig freuen und ich will das natürlich auch bezahlen. Wenn es irgendwo in einem vernünftigen Rahmen ist, dann passt das bestimmt. Unterbrecher habe ich auch neue bekommen. Die setze ich noch ein, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe dazu. Und der Rest wird jetzt in der Kürze der Zeit sicherlich auch noch kommen. Und bis dahin sagen wir mal, bis zum nächsten Mal, vielleicht bis nächste Woche. Bis dann.